So, jetzt sind wir hier beim Start der ersten Sonderprüfung, das heißt kurz davor. Hier werden die Autos noch einmal durchgecheckt, die Fahrer werden noch mal beruhigt, bevor es gleich in die erste Sonderprüfung geht. Morning. Morning, enjoy your coffee. Dankeschön. Yazid Al-Rachi. Dankeschön. How do you feel, Yazid? Feel is ready. Miss you in the car. That's positive. That's good. Hier wird nochmal die Reifendruckstrategie besprochen. Ist nicht ganz sicher, welchen Luftdruck man fahren soll. Hier sehen wir jetzt den Service von dem offiziellen Toyota-Team. Ich glaube, wir haben mit den Brinke, da haben wir Janil Devries und da haben wir Nasser Al-Attiyah. You need my camper? I need a shit. What is your problem? I have no problem now. The problem start there, look. Glenn Hall, Team Principal from Hall Speed. Good morning. So, good morning. And Toyota Gazoo. And Toyota Gazoo Racing, of course. So, what's the strategy for today? Flathead. As always. Jetzt habe ich mit einigen Jungs, Toyota-Jungs, hier gesprochen vor dem Start für zur ersten Speziale. Und man merkt schon, die Anspannung ist doch recht hoch, weil eben keiner so genau weiß, was ihn erwartet. Die Navigation soll tricky sein. Das ist natürlich auch immer dann schwierig, ruhig zu bleiben vorher, wenn man nicht genau weiß, ob man den Weg finden wird. Man merkt das schon. Große Anspannung, die sich gewöhnlich erst nach ein paar Tagen ein bisschen legen wird. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Jetzt sind wir wieder bei der Overdrive-Seite, bei der Toyota-Kundenseite, zu der auch Yazid gehört. Und da drüben, ganz da hinten, da stehen die Toyota-Werksautos. Bis auf Nasser, der ist bereits losgefahren zum Start. Der ist nur ein paar Kilometer entfernt und hat auch noch ein bisschen Zeit, aber das zeigt, wie die Anspannung ist. Das ist mein Auto für die diesjährige Dakar. Super komfortabel, nett, macht Spaß, aber mir wäre das Auto doch viel, viel lieber. Und hier haben wir Michael Orr. Ein meiner Teamkollegen, highly motivated. Was ist die Dakar? Die Dakar ist die Mutter aller Rallyes. Ein Rennen über 12 bis 14 Tage, zwischen also 8.000 bis 10.000 Kilometern, davon 5.000 bis 6.000 Kilometer auf Zeit. Quer durch die Wüste, zum Teil auffahren in Pisten, zum großen Teil auch querfeldein, quer durch Dünen, durch Täler, durch die Landschaft, durch die Ebenen, über die Ebenen. Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwo zwischen 90 und 110 km/h, Offroad natürlich. Die größte Motorsport-Herausforderung der Welt, kann man sagen. So, jetzt schauen wir mal das Innere von diesem schönen Service-Truck. So, das ist die Maschine, die wir brauchen. Wieder mal Gold wert. Haha, it's always good. 2020 findet die Dakar zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt. Vorher war die Dakar bis 2008 in Afrika zu Hause. Da kennt man sie auch, Paris-Dakar. Ganz klassisch, Paris gestartet, Zielankunft in Dakar. Dann ist man nach Südamerika ausgewandert mit der Rallye. Hat sie weiterhin Dakar-Rallye genannt, weil dann jeder weiß, worum es geht. Das Konzept hat sich auch nicht geändert. Und nach 11 Jahren Südamerika ist man jetzt im Nahen Osten, Mittleren Osten angekommen. Das ist das sogenannte dritte Kapitel der Dakar. Das Besondere für alle Teilnehmer ist, dass noch kaum einer hier war. Die Locals sind hier mal ein paar Rennen gefahren, aber sonst eigentlich niemand. Und überhaupt die ganze Rennszene ist in Saudi-Arabien noch ganz, ganz neu. Das heißt, kaum einer kennt das Land wirklich. Und das ist da eine sehr große Herausforderung für alle. Yazid Al-Rachi, mein Fahrer, eigentlich unser Auto. Leider sitze ich da jetzt nicht mit drin, bedingt durch meinen Tapazal-Unfall, den ich hatte im August. Bin ich noch nicht wieder fit, ich brauche noch ein halbes Jahr.
eingesprungen für mich ist Konstantin Kiltov aus Russland. Ihr seht, Hintergrund sind viele Jahre in der WRC 2. Hier gefahren ist klassischer Rallye-Sport und er fährt seit 6-7 Jahren auch im Cross-Country-Rallye-Sport, ist mehrere Dakars schon gefahren. Mit Toyota für Mini, jetzt wieder mit Toyota. Ist fahrerisch sehr stark, hat das Talent, die Fähigkeiten, das gleiche Tempo zu gehen wie Nasser Latir, aber noch nicht ganz die Erfahrung. Hat also noch ein paar Jahre vor sich, denke ich, ein paar gute Jahre vor sich. Aber was er noch lernen muss, ist das Gelände einzuschätzen und ruhig zu bleiben. Hier sieht man die hintere Aufhängung, Bremse und all das, die Umlenkung, der Rahmen, die Federbeine, alles. Jedes einzelne Teil ist für den Rennsport konzipiert und gebaut und entwickelt. Ein Blick ins Cockpit vom Toyota. Man sieht viel Carbon, Kevlar, Hightech, Motec-Displays, viele Schalter, sequenzielles Getriebe, wie man einen Schalthebel in der Mitte erkennen kann, Handbremshebel, falls man ihn doch mal braucht, GPS da drüben, Odometer, Kilometerzähler. Zur Sicherheit der Fahrer natürlich nur mit Schalen sitzen. Hosenträgergurten, 6-Punkt-Gurten, man muss mit Helm fahren, feuerfester Anzug, feuerfeste Unterwäsche, feuerfeste Schuhe, all das ist im Reglement verankert, vorgeschrieben. Ganz, ganz wichtig ist die Sicherheit der Fahrer. Hier sehen wir die vordere Aufhängung. Bremse ist schon runter, Bremsscheibe wird neu gemacht. Kaum, dass die Fahrzeuge im Ziel im Biwak angekommen sind, machen sich die Ingenieure daran, die Daten auszulesen, um mögliche Fehler im Konzept zu finden, zu kontrollieren, ob die Temperaturen gestimmt haben, sowohl im Motor, im Getriebe, Wasserkühlung, wie die Dämpfer gearbeitet haben, Bremstemperaturen, Drücke, alles wird kontrolliert. Die erste Etappe der Dakar 2020 ist von den meisten Teilnehmern geschafft. Die Top-Motorräder, Top-Autos sind im Ziel. Die Top-Side-by-Sides haben auch das Etappen des Sonderprüfungsziel erreicht, sind noch nicht im Biwak, haben noch ein bisschen was zu fahren. Aber die ersten Ergebnisse stehen. Und bei den Motorrädern war das Ergebnis eigentlich wie erwartet. Die Top-Favoriten sind vorne. Tolle Leistung heute von Toby Price, hat wahnsinnig Gas gemacht, hat seine Startposition ausgenutzt, hat nach vorne aufgeholt, obwohl er Probleme hatte mit dem Roadbook, nicht mit dem Weg, mit der Wegfindung, sondern mit der Technik. Ganz toller Job, hat sich einen guten Vorsprung rausgefahren. Dafür darf er jetzt morgen eröffnen, mal gucken, wer es hinbekommt. Für den Top-Favoriten Nasser Latir begann die Etappe sehr gut. Er hat bis Kilometer 250 hervorragend im Rennen gelegen und dann hatte auch er drei Plattfüße innerhalb von 20 Kilometern und er hatte auch nur drei Reserveräder mit. Mehr kann der Toyota nicht fassen, was ja schon auch schon ganz schön viel ist. Aber musste dementsprechend ein bisschen Tempo rausnehmen und ist dann, glaube ich, nur Vierter, Fünfter geworden in der Gesamtwertung heute. Es gab einiges an Drama. Carlos Sainz war anfangs sehr stark dabei, hat dann viel Zeit verloren, Plattfuß, Navigation, Probleme gehabt. Das gleiche mit Peter Hansel, war vorne dabei, Zeitverlust, wieder Zeit gut gemacht und noch ein paar andere. Also es war viel los, viel Drama. Besonders schlimm hat es Chenil erwischt, Chenil de Villiers und sein Beifahrer Alex Hero. Haben anfangs einen guten Job gemacht, dann leider Plattfüße, mehrere Plattfüße gehabt und mussten dann ein Schleichen im Plattfuß bis ins Ziel retten, also mit der Luft auffüllen. Bedingt dadurch heute fast 20 Minuten Rückstand. Alles in allem kann man über diesen ersten Tag für die Autos sagen, dass die Mini-Fraktion den besseren Job gemacht hat, mehr Ruhe drin hatte und drei Autos in den Top 3 platziert hat, also schon sensationell gut. Jetzt sind die Toyotas morgen dran, haben eine gute Startposition und ich hoffe, dass sie sich wieder eine gute Position nach vorne bringen können. Es wird spannend. Hier sind wir im ersten Biwak der Dakar 2020. Die Toyota-Jungs kommen gerade an. Die Mechaniker schauen sich an, was kaputt ist, was für Arbeit auf sie wartet. Der erste Tag der Dakar 2020 geht zu Ende. Zumindest für die Top-Leute. Viele Jungs sind noch draußen, haben noch ein bisschen was vor sich. Für mich ist für heute auch Feierabend. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet wieder rein in den Weber-Werke YouTube-Kanal. Abonniert bitte. Und denkt dran, ihr habt die Möglichkeiten, in die Kommentare Fragen reinzuschreiben. Ich versuche die dann zu beantworten, entweder direkt im Kommentar oder im Film. Mal schauen, was geht und auf bald!